Moin Moin, ein Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 50, nee, 50 plus, 50 plus, oh. Auf 50 plus D. Hallo. Ja, wir werden wieder heute unser wahres Können entblößen in Kreuzworträtsel und haben dafür 15 Minuten Zeit. Ich entblöße mich hier heute. Let's go. Bis gleich. Nee, nicht 16, 15 Minuten. Kann mein Handy nicht lesen, die Zahlen, die sind einfach so klein. Was steht da? Ah ja, starten. So, dann geht es jetzt los hier in das geile Kreuzworträtsel. 15 Minuten Zeit. Meine Zeit läuft ab jetzt. Ding, Sache. Okay, fuck. Ich kann nur Blicke für Estrelita hier für mich. Oh, und Mutz 5. Wow. Man muss immer so ein bisschen... Englisches Alter ist Arge. Tropische Echse, Varan. Fuck. Blutflüssigkeit, gut, was? Agil. Nice. Naturdünger, Mist. Alter, echt jetzt? Dumm? Okay. Traubenernte. Ach du Schande. Weinlese. Yes! Oh, das ist immer toll. Zur Weinlese, da werden immer ganz tolle Feste an der Elbe. Nicht an der Elbe, an der Mosel gemacht. Nil. Nice. Anode. Immerhin etwas. Gursprache. Hä? Herumfingern. Oh, das kenne ich aber schon lange nicht mehr. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Südfrüchte. Bananen. Immer. Jeder Zeit. Ha! Ich bin richtig gut. Oh, mein Headset ist ausgegangen. Hallo. Chemisches Element. Aurum. Argon. Okay, keine Ahnung, was es da noch gibt. Nordische Gottheit. Odin. Okay, Wahlzettel. Oh, das ist aktuell. Das ist doch immer die Wahlurne. Ja, nice. Beweglich. Nee, flink. Flink passt nicht. Wer fällt mir denn doch an? Nordische Gottheit. Tür. Wahlzettel. Was ist denn der Wahlzettelkasten? Urne. Die Wahlurne. Für diesen Zweck. Okay, das verwirrt mich noch. Oder die nordische Gottheit. Das sind dann nicht. Das sind doch Asen. Was dann? Hase. Nice. Stadt an der Donau. Drei Buchstaben. Ulm? Wahlzettelkaste. Kasten. Urne. So. Ist das dazu? Ja, guck mal. Blutflüssigkeit. Serum? Ja. Sinnspruch. Was? Blutflüssigkeit. Sarin. Serum! Mein Gott. Traubenente. Ach, Traubenernte. Auslese. Nee. Fischen. Angeln. Ha! Easy. Weinlese. Nice. Ein Laufvogel ist ein Nandu. Strom in Afrika. Den Nil. Strauß? Was gibt es denn noch für Laufvögel? Wie heißen die Pink nochmal? Flamingo. Das ist viel zu lang. Weiß ich gerade nicht. Ägyptische Gottheit. Hey, ist Ra nicht... Re? Heißt der nicht Ra? Beweglich. Agil. Ja, das ist doch nice. Abkürzung Nummer. Okay. Ein fränkischer Ausflug, Alter. Was weiß ich. Englisch, Alter, Age. Alter, jetzt sind wir aber auch richtig... Age, sind wir am Start. Populär in... Kinderfahrzeug. Dreirad. Ups. Okay. Chemisches Element. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Fränkisch Hausflur. Ra. Was? War das nicht der Sonnengott? Populär. In. Herumfingern? Petting. Würde passen? Ist es aber nicht. Okay. Weibliche Fabel. Ist das Einzahl oder Mehrzahl? Sind das Feen? Das ist ja. Das finde ich frech. Können die da nicht noch MZL oder irgendwie so ein Kram hinschreiben? Kübel. Eimer.
Nice, okay. Okay, ich hinterfrag das erstmal, da kommen wir später noch zu. Oh nein, griechischer Buchstabe wieder. Oh, die sind wir letztes Mal alle durchgegangen. Abkürzung für Nummer ist NR. Kinderfahrzeug. Was? Bobby-Car. Nee, wird wahrscheinlich auch nicht so geschrieben, ne? Liebe Schläge. Nee. An keinem Ort ist nirgends populär. Wenn jemand populär ist. Was? Jederzeit. Bäm! Englisch Alter. Age. So. Re. Ägyptischer Sonnengott ist Re. Ursprache T. Ah, so, Tem. Weiß man natürlich. Ursprache Tem, okay. Ein Strom in Afrika, Alter. Was weiß denn ich hier? Die Inn. Agil. An keinem Ort. Nirgendwo. Nee. Naturdünger, scheiße. Fischen, angeln. Angeln. Ich bin gerade einfach total lost. Ich merke, wie die Lostigkeit steigt in mir. Ich weiß nicht warum, aber hey. Kübel ist doch bestimmt der Eimer. Jawohl. Morgens, mittags, abends, angeln. Okay, Auslese. Es wird wirklich Auslese wahrscheinlich sein. Ich lasse das mal so. Aber es passt nicht. Ich weiß nicht, was es sonst noch gibt für eine Rosinenlese. Segel. Mast? Nee. Und an keinem Ort ist nirgendwo. Oh, nee, nirgends. Bestimmt, oder? Ja. Griechischer Buchstabe. Omega. Alpha. Okay, kommen wir erstmal. Weibliches Fabelwesen. Ist das eine Medusa? Nee. Amazone? Nee. Das kann ja auch wieder alles sein. Anode, oder? Ach, ein bisschen war das doch da geblieben. Delta. Ah, Mensch. Hat gepasst. Griechischer Buchstabe. Omega. Nee. Liturgisches Gewand. Was? Torane. Was? Weibliches Fabelwesen. Sirene gibbet. Gibbet denn noch, Alter? Pff. Holy shit. Hiebe. Schläge, nee. Schreibgerät, umgangssprachlich. Was ist denn ein Schreibgerät? Kugelschreiber habe ich hier. Ah! Kuli? Nee, das passt nicht. Nee, warte mal, schreib. Oh, Leute. Boah, jetzt wird's richtig hart, glaube ich. Regungslos. Tot. Regungslos. Was regungslos ist? Ein Kinderfahrzeug ist ein Dreirad. Ja, blühen. Hä? Okay, wir haben das chemische Element. Ding mit J. Ein Ding. Gegenstand. Nein, geht nicht. Ein Ding. Ein Ding, Ding, Ding. J? Mittendrin? Ist das dann Reh? Ja, so war das. Tropische Echse. Salamander, nee, Leguan. Nice. Was? Es ist ja eigentlich nicht was Offensichtliches. Also eigentlich müsste es doch was Offensichtliches sein. Beglückt. Freudig? Nee. Wenn ich beglückt bin, dann wären wir wieder beim Rumfingern oder was? Fischen ist Angeln. Ein Schreibgerät, umgangssprachlich? Es läuft so gut und dann kommt dann so eine Scheiße. Da kann ich mit der tropischen Echse denn was anfangen? Ein Schreibgerät, umgangssprachlich. Ah, Kuli. Ein Kuli. Ich komme hier oben gerade nirgendwo. Also hier oben links sieht irgendwie echt schlimm aus, muss ich sagen. Okay, Naturdünger. Adel. Ja, Adel passt ganz gut. Idol. Hä? Das ist ja noch eine tropische Echse. Alligator, Krokodil, Varan. Stadt an der Donau. Die Elb. Gibt's Elb? Nee, stimmt nicht. Würde passen, Gamma. Okay, da passen ganz viele, aber. Die Gursprache, T. Nee. Keine Ahnung. Abkürzung, Nummer. Nummer ist NR. Also, Naturdünger, Kalk. Na, Delta. Wusste ich doch. An keinem Ort. Nirgends. Ah, nirgends, nicht nirgendwo, sondern nirgends. Oh ja, Mann, das war wichtig. Hiebe. Schläge passt halt nicht. Da fehlt ein Buchstabe. Ein Kübel?
Kübel so wie so ein Blumenkübel? Hä, Kübel finde ich irgendwie strange. Regungslos, was haben wir denn da? Starr, starre? Nee. Elektrisch Pluspol verwirrt mich. Chemisches Element. Arsen, Esa, Osram. Nee, gibt's Osram? Komm. Nee, das ist eine Glühbirnenhersteller, oder? Beglückt. Ja, wer ist denn beglückt? Fröhlich. Glücklich. Happy. Ja, aber es ist nicht Englisch. Ey, wirklich keine Ahnung. Ich stehe hier übelst auf dem Schlauch bei so vielen Sachen. Sinnspruch. Anime. Das passt zumindest. Das macht keinen Sinn. Hiebe. Ist auch noch Plural. Südfrüchte, sind das die Bananen? Der Strom in Afrika ist der Nil. Für diesen Zweck dazu, natürlich. Argon. Hä, wieso? Das kann doch nicht. Noch 6 Minuten. Nordische Gottheit ist. Ale? Ist Ale? Nee. Ami, Aati, Aare, Adi, Afi, Agi, Ahe, Ake, Ale, Ase. Ich kenne ihn nicht. Aber vielleicht kriegen wir es über die Blutflüssigkeit raus. Solche langen Wörter wie bei immer, ne? Das ätzt halt einen an, dass du die nicht weißt. Also weiß ich wahrscheinlich, wenn ich mehr andere Sachen hätte, aber die Fällen fehlen mir halt einfach. Kerin? Ist Kerin? Seri? Ich weiß es nicht. Ich kenne halt nur die großen Straußviecher. Flamingos? Was ist denn noch für Laufvogel? Also gibt doch ganz viele, aber die fallen mir gerade nicht ein. Sinnspruch? Ralle ich auch nicht. Ich bin einfach dumm. Okay, was ist die Gur-Sprache? Gem? Wegen Gur? Okay, I try einmal. Gem ist es. Okay. Also heute bin ich ernsthaft dumm, aber ich habe auch, Julius ist verschnupft und ich habe jeweils jede Stunde nur 45 Minuten geschlafen. Vielleicht tut das sein Übriges gerade. Vielleicht sollte man dann nicht Kreuzworträtsel machen, wenn man quasi nicht geschlafen hat. Herumfingern. Ich hab echt keine Ahnung, Alter. Ey, Mann. Populär. Also, dass ich das nicht rall schon, finde ich 2 Buchstaben. Das kann doch nicht sein, das weiß ich doch. Safe. Ich hab nur noch 4 Minuten, ey. Ich hab noch nichts fertig, quasi. Weibliche Fabelwesen. Feen. Nein. Herumfingern. Fiedeln. Könnte auch ein M sein. Dass mir auch die tropische Echse nicht einfällt, fuckt mich so ab, ne? Oh Gott, ey. Können wir das nicht hier einfach beenden? Nordische Gottheit ist ein Ase, oder? Die Asen. No. Das macht mich wahnsinnig. Ist es die Reinlese? Nee. Hätte auch sein können, dass das so heiß ist. Für mich ist das halt die Weinauslese. Also hier habe ich irgendwie Serin. Nee. I-N. Nee, aber Ase ist richtig. Sinnspruch, Sprichwort vielleicht, was weiß ich, aber das macht halt auch keinen Sinn. Was ist denn dann eine Blutflüssigkeit? Oh, ein Serum? Ein Serum ist eine Blutflüssigkeit? Und das ist Ulm. Ein Schreibgerät. Was gibt's denn da? Handy, Tastatur, Maus. Maus ist es nicht, ist Quatsch. Tem ist eine Gursprache. Ach komm, jetzt macht mich doch nicht fertig hier. fertig. Cool, wir haben ein Viertel hier mal wenigstens vernünftig gemacht. Dass das chemische Element mir auch fehlt, ne? Ey, ich reg mich da gleich safe drüber auf. Boah, bei der Auflösung, ich werde einmal im Boden versinken. Delta, hab ich Delta? Oh, Delta ist richtig. Asnan, Asma, Asla, Aspa. Juckt. Kommt da Juckt hin? JKT. Oh mein Gott, Objekt. Aska, Asla, Asna, Aspa, Astka. Ey, was soll das sein? Es kann ja nur Juckt sein. Hä? Zeit vorbei. Das war richtig. Ich glaube, so schlecht war ich schon lange nicht mehr. Ja, Zeit ist rum. Ja, war richtig scheiße heute. ich zähle mal durch und dann gucken wir mal, wie gut wir insgesamt waren. Oh mein Gott, was? Das U ist ja... 3 Sekunden noch. Wow. Alter. Das war's. Glanzleistung heute. Vielleicht dem geschuldet, dass ich diese Nacht nicht geschlafen habe, aber vielleicht, weil ich auch einfach dumm bin. Ja, das könnt ihr entscheiden. Ich bin sehr gespannt, wie weit die anderen gekommen sind. Daran werde ich mich messen. Ja, 15 Minuten sind um.
Ich sag so, ich war todesbad. Wie zwei? Also ich hätte gerne auch eine halbe Stunde gehabt, aber ich glaube, wenn ich mir so manche Wörter angucke, da wäre ich trotzdem nicht drauf gekommen. Was war denn der Naturdünger? Hast du schon alles aufgedeckt für dich? Teilweise habe ich angefangen, Sachen aufzudecken, aber mir fehlt super viel, vor allen Dingen oben links. Ja, aber, oben links bin ich komplett leer. Also wirklich leer. Also so eine Minute vor Ende ist mir Objekt noch eingefallen, aber alles andere habe ich dann da nicht mehr. Auch nicht, also erblühen, regungslos, nicht mal die tropische Echse. Ne, fiel mir auch nicht ein. Varan ist mir eingefallen, dann Alligator. Fast, nee. So. Kleiner. Leguan, den hatte ich. Den hatte ich. Das ist der Leguan. Ja, da hätte ich mir auch einen hintertreten können, ehrlich gesagt. Aber was war denn Ding? Das Objekt. Ah. Ich habe 14 Dinger nicht. Und ich war so, also. Juckt. Ja, ich hab dich gezählt. Es kann nur irgendwas mit juckt sein. Leblos. Oh mein Gott, wie dumm. Ja, eben. Dann geht los. Ja, jetzt und dann hast du. Los. Blühen beginnt mit F. Kleiner Tipp. Ja. Ja, nicht Fauna. Florieren. Ja. Ah! Ja, na klar. Bin ich auch nicht drauf gekommen, weil da fehlte mir auch viel zu viel. Griechischer Buchstabe habe ich geraten, da habe ich einfach alle Buchstaben reingeschrieben. Ja, ich bin auch Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omega. Gamma, Delta, richtig. Und das geht's auch nicht. Ich muss aber sagen, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, hier Sinnspruch wäre mir niemals Gnome eingefallen. Was? Gnome? Kenn ich. Ja, Gnome. Ich hatte Anime getestet, ob das irgendwie geht. Auch geil. Ja, wer weiß, ob irgendwie Anime halt Sinnspruch übersetzt heißt. Okay, jetzt aber die große Frage, was ist herumfingern? Ich habe da Petting hingeschrieben, das hat nicht funktioniert. Irgendwas, ich hab's nachgeguckt. Nesteln? Ja, Ellen habe ich auch. Nesteln. Was ist denn Nesteln? Habe ich auch noch nie so gehört. Ja, nie gehört. Ich kenne das von Vögeln, die nesteln oder so ein Kram, aber... Ja. Ja, liturgisches Gewand, ich war da immer bei... Also ich hatte O und A, ne? Und da war ich immer bei Toga Sutane oder so ein Kram, aber... Sutane, kenne ich auch nicht. Was ist denn eine Astat? Astat, chemisches Element, habe ich noch nie gehört. Hä, wieso passt denn Anode jetzt? Ich war total lost. Ich so, Anode, Kathode, das kann nicht passen. Hä, wieso passt Anode? Passt. Ja, ich bin verwirrt, was... Aber ich habe die Nacht auch nicht wirklich geschlafen. Das ist, also ich war heute, ich habe vielleicht an Anionen gedacht. Nee, ich habe im Kopf, Anode passt nicht, Kathode passt nicht. Hä, wieso, was ist es denn dann so? Hä, okay, keine Ahnung, vielleicht bin ich dumm. Aber ich war dumm, ich habe es aber nicht hingeschrieben. Was ist denn Naturdünger Odel? Odel, keine Ahnung. Ich habe immer gesagt Odol. Oh, populär ist in... Oh mein Gott. Ich wusste nicht mal die Prügel. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Schläge. Aber Astat kenne ich jetzt aber auch nicht so wirklich Astat als Element. Alter, Laufvogel. Die Weinlese, Alter. Oh mein Gott. Oh, die hatte ich. Also jederzeit und Weinlese ist schon übel, weil da sind schon extrem viele Buchstaben drin. Ja, die hatte ich zum Glück. Ich hatte die ganze Zeit Auslese und ich wusste, dass es Lese ist und dann das Endlese hatte ich und dann dachte ich so, Reinlese, vielleicht ist es die Reinlese, ja. Oder, okay. Oh, aber hey, was ist denn bitte eine Gursprache? Tem ist doch easy. Was ist das? Ja, keine Ahnung, aber ich hatte Urne und Ulm. Die Tauben machen immer Tem, kennst du doch. Ich so, hä, was ist denn eine Gursprache? Das kann doch nichts mit Tauben. Also, ist das was mit Tauben? Zählen da auch die Uiguren zu? Ich glaube nicht, dass Gursprache müsste mit zwei R geschrieben werden, bei Gurr. Ach so, okay. Nee, ich meine halt wirklich die Volksgruppe. Ah, also was gibt's? Ach, also so die Uiguren, die werden ja da in China leider geknechtet. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht vielleicht Sinn. Das war für 100 plus mit den teilweise mit den Begriffen. Insgesamt 15 Millionen Menschen sprechen das. Wow. Also ungefähr so wie Hessisch. Oh mein Gott, absolutes selig. Ach komm, fick dich doch, Alter. Wieder her. Mutter ist auch selig, ey. Also es gibt mehr Ruhrpott-Sprachige als Ruhr-Sprechende. Ja, gut, Assi hätte auch gepasst, wenn da Ruhrpott-Sprache gestanden hätte, ne? Also für drei Buchstaben. Nice. Ja, das war Kreuzworträtsel. Wir waren ein bisschen lost heute. Das war aber auch schwer. Ich fand's auch tatsächlich schwer, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.